eure Videos. Lass uns mal hingucken, die Ampel, ja, die ist rot. Ich würde sagen, ja, die ist rot. Arnon hält hier auch an. Und hier möchte ich euch Güst begrüßen zu Folge 130. Uff. Also so einem kannst du einen Lappen wegnehmen, da kannst du direkt sagen, der braucht den in seinem Leben nicht wiederkriegen. Also gute Bremsen hat der aber nicht. That was really good. Bescheuert oder was, du Vogel, ey? Piep? Nur Idioten! Hier rechts fährt gleich ein schwarzer Audi vorbei, dem bitte folgen. Der muss doch komplett geträumt haben, oder? Von der anderen Seite der Kreuzung kommt ein Fahrradfahrer an, guckt mal dahin. Wie das wohl ausgegangen ist. An dem Golf sind ja jetzt mit Sicherheit Kratzer vorne dran. Wie es da wohl weitergegangen ist. Was sollen wir die alle Latten abzauern? Trotz Gegenverkehr weiter durchziehen? Ja, da brauchst du ein gutes Vertrauen in den anderen, dass er nicht gerade am Handy rumdaddelt oder so, sondern dass er auch wirklich ausweicht, wenn du kommst. Pass auf, jetzt kommt ein Trick, den kennst du nicht. Rechts antäuschen, links wenden, das ist originell. Hier passt jetzt nur ein Pizzinocco-Haar zwischen. Die Fußgängerampel ist jetzt noch grün und jetzt ist sie rot. Ja, kommt gleich. Bleibt gebückt, gleich wird er dicker. Schöne Grüße an die Eltern der Bratzen. Die Fahrradlichter... Eins, glaube ich, kaputt, das andere gar nicht eingeschaltet. Verkehrsregeln können sie überhaupt nicht. Da müsst ihr nochmal nachlegen. Da müsst ihr nochmal nacharbeiten. Ja, und wenn plötzlich so ein großer Kühlergrill auf dich zukommt, ne? Alter Schwede, auch wieder ziemlich unnötig. Da läuft ein Viech über die Straße, falls ihr es nicht gesehen habt. Und wieder der typische Fehler... Man weicht dahin aus, wo es hinläuft, weißt du? Also es läuft nach rechts und er weicht auch noch nach rechts aus, um es dann erst recht überzufahren. Aber naja, das ist bei manchen halt so im Kopf drin und ob ich das richtig machen würde, keine Ahnung. Es sind halt Reflexe, in der Zeit hast du keine Zeit zum Nachdenken und wir hier vom Sofa aus, ah, mein Gott, was wissen wir das alle besser. Und wir würden es vor allem noch viel besser machen. Ach, was würden wir das alle besser machen als der. Ich sage ja immer, die Lkw-Fahrer und auch die Vielfahrer da draußen auf den Straßen, das sind die Profis. Naja, jeder fängt mal klein oder dumm an. Verstehe ich nicht, wie man mit einem Lkw, der sowieso überhaupt nicht in Gang kommt, so eine Scheißmanöver da hinlegen kann. Was? Ich verstehe es nicht. Na nö, da steht ein Paket. Da kommt der Oh. Da hinten.
Da hinten liegt, ja. Oh, der Arme. Oh no. Das schicke ich an Sascha. Der Arme. Hoffentlich hat er nicht noch mehr verloren. Hast du eine zweite Blick gesehen, als er da noch stand? Ja, dieses an den Kopf greifen. Ja, der Arme, natürlich. Oh, der Arme. Oh, der Arme. Naja, lieber Arm dran als Arm ab. Oh. Ja, los. Lauf. Ja, okay, dann nicht. Undankbare Viecher. Das macht einen natürlich jetzt ein bisschen nervös, oder? Kollege? Du hast den Rückwärtsgang drin, ne? Ist dir das klar? Nö, war es ihm nicht. Ja, genau. Na, Mike, ist die Straße rutschig? Die Überholspur ist gleich zu Ende, aber muss der da jetzt noch rausziehen? Ach, der zieht auch noch hinterher. Jawohl! Da über diese gestrichelte Linie weiter drüber zu schießen, da musst du immer hoffen, dass auf der anderen Seite, wo ja die Gegenspur ist, wo auch gerade dieser Überholstreifen aufhört, dass das nicht genau das gleiche Manöver da passiert, weißt du? Weil sonst treffen sie sich da in der Mitte mit 120 oder so. Beim Überholen ist man ja dann meistens doch ein bisschen schneller, ne? Horsepower Dashcam, danke fürs Pixeln meiner Videos. Er hat dann auch einen eigenen Kanal, da zeigt er dann sowas wie dieses hier. Feldkicker ist hier auf so einem Container-Terminal. Hier rechts diese ganzen Container, die kann man ja auf LKW, auf Schiff oder auch auf den Zug verladen. Das ist eine tolle Sache. Verladen werden diese Dinger mit einem Kran oder wie hier flexibel mit einem Stapler. Und diese LKW-Chassis, die sind einstellbar. Es gibt lange Container, kurze Container oder eine Variable aus beidem. Dann hast du einen langen und einen kurzen, bla bla bla. Und dann stellt man sich sein Chassis danach ein oder so. Und diese Chassis, naja, die kann man ja dann auseinanderziehen. Aber hier ist, Eieieieieieiei. Also ob das so richtig ist, ich weiß es nicht. Eieieieiei. So. Jetzt nochmal aus der anderen Perspektive. Hat es den zerf... Ja, wo ist Röhrig jetzt mit seinem? Da nimmst du ein bisschen Draht und dann tüdelst du das da rum und dann geht das wieder. Ja, wo ist er? Von dem Gemurmel habe ich nichts verstanden. Der Weiße kriegt noch ein paar Lichthupe in den Rücken. Der winkt aber immerhin fröhlich. Und jetzt der Mercedes, habt ihr gesehen, der hat die Scheibe runtergelassen und da ist es wieder. Bis auf die letzten 100 Meter ranfahren an die Ausfahrt. Und naja, lieber einen Unfall riskieren, als für sich vielleicht mal einen Kilometer vorher schon mal einzuordnen, ne? Damit es reibungslos läuft. Aber nö. Och, guck. Da hinten die Ampel, die ist grün und jetzt ist sie gelb.
Ach, Sperrmüll wird auch noch abgeholt heute. Sieht das hier nur so eng aus oder ist das hier so eng? Wenn es da einmal brennt, brennt alles, wa? Hier, so kommst du aus so einer kleinen Straße raus. Einfach so weit vorfahren, dass die anderen Leute gezwungen sind anzuhalten. Nun, dann kannst du los. Das sieht doch das Dünnste aus. Ja, scheiße. Der Bulli kriegt nicht mit, dass hier jetzt Ronny angefahren kommt, denn der schleicht sich jetzt voll in den toten Winkel. Also eigentlich direkt rechts daneben. Und ja, als es dann nämlich grün wird. Alter! Okay. So, ich muss jetzt erstmal Schnee schieben. Bis denn. Macht's gut. Daumen hoch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.